Mein heutiges Video soll sich um die 10 häufigsten Fragen und Kommentare zu Schabrackensammlungen drehen. Und zwar, wenn man zum Beispiel in Facebook in manchen Gruppen ein Bild von seiner Sammlung postet, dann kriegt man eigentlich im Regelfall immer die gleichen Reaktionen und ich wollte euch die 10 häufigsten heute einfach mal vorstellen und ein bisschen was dazu sagen. Und die allererste Frage und auch die, die am meisten gestellt wird, meiner Meinung nach, ist: Wofür braucht man so viele Schabracken oder beispielsweise Halfter, Abschwitzdecken? Und die Frage kommt eigentlich garantiert immer und man kann auch zu 100% sicher sein, dass sie gestellt wird. Und ja, brauchen tut man das eigentlich gar nicht. Und das sehe ich eigentlich genauso wie alle anderen auch. Und ganz häufig wird die Frage auch so ein bisschen versteckt gestellt, beziehungsweise sie wird nicht gestellt, aber man kriegt sie so versteckt in einem Kommentar. Und das heißt dann meistens, also die Kommentare sind dann meistens derart, dass es heißt, ja, also ich habe jetzt nur ein oder zwei Schabracken für mein Pferd und nur ein Halfter oder zwei und ich finde, das reicht. Und, soll ich euch was verraten? Ich finde auch, das reicht, weil mehr braucht man tatsächlich nicht. Und ich habe auch nie behauptet, dass ich meine, keine Ahnung wie vielen Schabracken alle brauche, aber ich habe sie alle gern. Und das ist einfach eine kleine Art von Sammlung und ich denke so, die Frauen unter uns werden das vielleicht auch verstehen, denn andere Frauen sammeln Schuhe oder Nagellacke oder, keine Ahnung, Handtaschen. Ich weiß es nicht. Ich sammle halt Schabracken und anderen Pferdekram. Die zweite Frage, die mir oft gestellt wird und auch vielen anderen oft gestellt wird, ist: Benutzt du die auch oder sammelst du nur? Und so richtig verstehen tue ich die Frage nicht, weil kann man denn nicht sammeln, ohne zu benutzen? Oder kann man nur benutzen, ohne zu sammeln? Keine Ahnung. Also ich persönlich, ich kann natürlich nur von mir sprechen, ich benutze alle meine Schabracken auch und ich habe sie auch gekauft, um sie zu benutzen. Es gibt manche Menschen, das ist tatsächlich so, aber davon halte ich überhaupt nichts. Die kaufen diese Sache nur, um sie anzugucken, ein Jahr in den Schrank zu legen und wenn sie ausverkauft sind, für horrende Preise weiter zu verkaufen. Das finde ich scheiße und mache ich auch nicht. Und eine Frage, die damit auch im Zusammenhang steht, weswegen sie auch keine eigene Nummer hat, ist die Frage danach, wenn man zum Beispiel auf den Sammlungsbildern die Etiketten noch sieht. Warum sind denn da überall noch die Etiketten dran? Benutzt du die gar nicht? Und naja, also ich meine, jeder Mensch, der ein bisschen Mathe kann, und also ich kann nicht so viel Mathe, aber dafür reicht's, dem müsste ja eigentlich klar sein, dass wenn ich ungefähr 60 Schabracken habe, wenn ich jede ungefähr eine Woche benutzen würde, 60 Wochen bräuchte, um alle benutzt zu haben. Und da das Jahr nur 52 Wochen hat, braucht es halt manchmal ein bisschen, bis man seine Schabracken auch ans Pferd bringt. Gerade wenn man eben so viele hat wie die Suchtis. So werden wir ja gerne bezeichnet. Und ja, deswegen sind an manchen noch die Etiketten dran. Aber das heißt nicht, dass ich nicht vorhabe, sie zu benutzen. Der vierte Kommentar, der meistens kommt, und das ist einer von den Kommentaren, die mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Zeiger gehen, das ist der Kommentar: Ja, ich investiere mein Geld lieber in guten Reitunterricht oder sinnvolle Ausrüstung oder keine Ahnung, was auch immer. Und ich verstehe eigentlich persönlich nicht so genau, warum man diesen Kommentar immer und immer wieder schreiben muss. Und einfach aus dem Grund kann es nicht möglich sein, dass man sich Schabracken leisten kann und Reitunterricht. Aber das ist scheinbar irgendwie in manchen Köpfen so verankert, dass, okay, man hat 20 Eskadron-Schabracken und deswegen kann man sich keinen Reitunterricht mehr leisten. Ich persönlich kann das so nicht bestätigen und ich kenne auch ganz viele Leute, die sammeln und bei denen ist das auch nicht so. Und die meisten Leute, die ich kenne, legen sehr, sehr viel Wert auf die Gesundheit ihres Pferdes und auch auf die Ausbildung ihres Pferdes und würden niemals diese Eskadron-Sammlungen oder es können ja auch andere Marken sein, niemals ihre Sammlung vor ihr Pferd oder das Wohl ihres Pferdes stellen. Und bei mir ist es genauso. Bei meinem Pferd wird immer der Tierarzt gerufen, wenn sie krank ist oder ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht. Und sie steht immer an erster Stelle und ihr Wohl steht auch immer an erster Stelle. Und wenn irgendwas wäre, würde ich sofort alle Sachen verkaufen, weil mir ist mein Pferd viel wichtiger als irgendwelche Stofffetzen. Der fünfte Punkt auf meiner Liste ist die Frage: Wie kannst du dir das alles leisten? Und ich kann die Frage auf eine Art natürlich schon verstehen, aber ich muss auch sagen, eigentlich, ganz eigentlich geht es ja eigentlich niemandem was an, wie ich mir die Sachen kaufen kann.
Aber so ganz als netten Tipp, ich gehe arbeiten. Und wenn man arbeiten geht, verdient man Geld. Und dann kann man sich eventuell auch Sachen kaufen. Und ich persönlich, ich kann es nur von mir sprechen, ich kaufe mir zum Beispiel nicht irgendwie, keine Ahnung, sündhaft teure Klamotten. Ich gehe einmal im halben Jahr, so ungefähr, gehe ich einkaufen für mich selber. Also mein Kleiderschrank ist ungefähr ein Drittel von dem, was mein Pferd quasi in seinem Kleiderschrank hat. Und ich gehe auch nie irgendwo in Urlaub hin, weil ich mache das auch einfach nicht. Ich habe doch gar keine Lust zu und keine Zeit zu, weil ich nämlich meistens arbeiten bin. Und ich kaufe mir jetzt auch nicht irgendwie Zigaretten oder sowas. Also ich rauche zum Beispiel nicht. Und das ist zum Beispiel auch was eigentlich total sinnlos ist. Aber manche geben dafür Geld aus. Sollen sie doch. Und ja, ich kaufe mir halt sonst nichts. Ich verzichte dafür halt auf andere Sachen, auf die vielleicht andere nicht verzichten wollen. Und kaufe mir dafür halt Schabracken und Armschutzdecken etc. Und es gibt auch welche, die haben so viel Geld, die können sich beides leisten. Das ist auch schön. Im Zusammenhang mit der Frage, wie kannst du dir das alles leisten, kommt auch ganz oft der Kommentar, ja, mir ist das alles viel zu teuer. Und das Zeug hat ja überhaupt keine gute Qualität mehr. Und vor 15 Jahren war die Qualität noch viel besser. Wenn man zum Beispiel im Reitforum, das kennen ja bestimmt viele, in ältere Eskadron-Themen reinschaut, es gibt da so Eskadron-Themen und die gibt es so ungefähr seit 2005, 2006, also jetzt seit fast 10 Jahren. Und schon vor 10 Jahren haben die Leute geschrieben, früher wäre die Qualität besser gewesen und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ich glaube, an dieser Aussage ist schlicht und ergreifend nicht so viel dran, wie die meisten Leute immer versuchen zu suggerieren. Und wem es zu teuer ist, ist ja okay. Man muss es ja nicht kaufen und man kann ja auch billigere Sachen kaufen. Das ist durchaus möglich und das ist ja auch in Ordnung. Aber ich finde es ein bisschen, persönlich ein bisschen blöd, dass man dann immer so angemacht wird von wegen, wieso kaufst du den teuren Quatsch? Das ist doch sowieso das Geld nicht wert. Und ja, ganz ehrlich, ich kauf's halt. Die sechste Frage, die ich ganz oft lese und auch eigentlich überhaupt nicht schlimm finde, ist die Frage, wie viele sind das? Und früher konnte ich das immer auswendig beantworten, mittlerweile habe ich einfach aufgegeben zu zählen, weil, ja, keine Ahnung, es interessiert mich eigentlich auch nicht, wie viele ich habe. Ja, und das ist eigentlich so eine der Fragen, die ganz oft kommt. Der siebte Punkt auf meiner Liste ist nicht direkt eine Frage, sondern eher immer ein Statement, das man häufiger auch zu lesen bekommt, und zwar ist das Statement, oder sind das Statements wie, boah, das ist ja voll übertrieben, oder oh mein Gott, du bist voll krank, oder boah, das ist ja total gestört, das ist abnormal, oder du bist kaufsüchtig. Also all sowas hört man und liest man ganz, ganz oft unter diesen Kommentaren zu diesen Sammlungsbildern, ob es jetzt nun meine oder die von anderen sind. Und hierzu möchte ich eigentlich nur ganz kurz was sagen. Ich finde die Kommentare unangemessen, ich finde diese Kommentare teilweise, nicht alle, manche sind ja auch nett geschrieben, ich finde die Kommentare teilweise sehr verletzend und teilweise auch beleidigend, und solche Kommentare werden von mir mittlerweile eigentlich vollständig ignoriert, weil ich finde einfach, man soll die Hobbys anderer akzeptieren, ob sie nun komisch sind oder nicht. Ich akzeptiere auch andere Dinge, die ich nicht verstehen kann, und ich bin einfach dafür, leben und leben lassen. Die neunte Frage ist eigentlich eine total süße Frage, und zwar, gibst du mir was ab? Naja, was soll ich jetzt auf die Frage sagen? Wenn ich jedem, der fragen würde, ob ich ihm was abgeben würde, hätte ich nichts mehr. Und eigentlich gebe ich auch nichts ab. Ich habe eigentlich auch nichts zu verschenken, denn wie ja schon vorher festgestellt worden ist, sind die Sachen nicht immer ganz billig. Und nein, ich gebe nichts ab. Die zehnte Frage bzw. zehnte Aussage. Du kaufst es doch sowieso nur, weil Eskadron draufsteht. Und dazu kann ich nur sagen, nein. Ich kaufe die Sachen, weil sie mir gefallen. Ich habe ja auch zum Beispiel BR, ich habe auch Eurostar, ich habe auch Equiline. Bei Eskadron ist halt, und ja, das ist gutes Marketing von denen, da haben sie sich einfach ein bisschen was bei gedacht. Die Tatsache, dass einfach du eine Schabracke kriegst, zu der kriegst du immer eine passende Haube, immer passende Mandagen, meistens, beziehungsweise eigentlich immer eine passende Decke und immer ein passendes Halfter. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum bei mir viel, viel Eskadron da ist. Ich habe auch viel BR, die Sachen gefallen mir auch total gut. Nur da findest du bis auf passende Hauben und passende Bandagen, manchmal sogar keine passenden Hauben oder Bandagen. Das gab mal welche, da gab es keine dazu.
findest du eigentlich fast nie was Passendes. Und ich habe halt wirklich gern auch die passende Decke und das passende Halfter dazu. Das mag ein kleiner Tick sein, aber mir ist es halt wichtig, dass es schön zusammenpasst, weil genau deswegen sammle ich, weil ich die vielen Farben toll finde. Und deswegen ist es häufig Eskadron. Jetzt als Beispiel dafür, dass es nicht immer so ist, kann ich die Petrol-Sachen aus der letzten Kollektion anführen. Ich habe da die Schabracke, die Haube und die Bandagen, habe aber mir nicht das Halfter gekauft, weil mir das Halfter einfach überhaupt nicht gefällt und auch noch nicht die Decke gekauft, weil da gibt es nur diese Unifarbenen und die finde ich ehrlich gesagt total hässlich, auch wenn Eskadron draufsteht. Und deswegen habe ich mir die noch nicht gekauft und bin da aktuell eigentlich auf der Suche nach einer Alternative, habe da vielleicht auch schon was gefunden. Und ja, also ich kaufe es nicht nur, weil Eskadron draufsteht. Ja, ich kaufe viel Eskadron und ich besitze viel Eskadron, aber ich kaufe es nicht nur, weil Eskadron draufsteht. Und mir ist jetzt gerade während dem Reden noch eine 11. Frage eingefallen oder eine 11. Aussage, die hängt auch so ein bisschen mit dem Eskadron zusammen. Und zwar ist es nämlich so, dass man sich ganz, ganz oft anhören muss, man würde das Zeug nur kaufen, um cool zu sein oder mithalten zu können oder man würde irgendeinem Markendruck erliegen. Und also ich kann von mir selber nur sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie in einem Stall gestanden, wo wirklich viele Leute Eskadron gehabt hätten überhaupt. Ich kannte Eskadron früher nur von den Gamaschen. Wir hatten Eskadron-Gamaschen. Und ich kam auf Eskadron ja so ein bisschen übers Internet, weil ich da welche gesehen habe, die da halt auch voll viel hatten. Und dann habe ich mir so manchmal so die Sammlungen angeschaut und mir gedacht, oh, da sind aber echt viele schöne Sachen dabei. Und ich sammle das eigentlich, weil es mir gefällt. Angefangen habe ich mit BL. Also nicht mit Eskadron, sondern mit BL. Wer die älteren Videos auf meinem Kanal kennt, weiß das auch. Und zu Eskadron kam ich aus den vorher genannten Gründen, eben mit diesen vollständigen Sets. Und ja, was ich dazu eigentlich nur sagen kann, ist in den Stellen, in denen ich bisher stand. Und das war egal, ob ich da jetzt BL gesammelt habe oder Eskadron oder beides. Ich wurde immer schräg angeguckt und war immer die mit den vielen Schabracken. Also wenn man meinen Namen nicht wusste, das war die mit den vielen Schabracken. Ich bin sogar in Stellen, in denen ich mein Pferd nicht habe, sondern nur eine Bekannte ihr Pferd hat, bekannt als die mit den vielen Schabracken. Und in meinem jetzigen Stall, das ist ein Westernstall, wo mein Pferd jetzt steht, ich reite Englisch. Wir sind vielleicht, ja, ich glaube 5 Englischreiter, wenn überhaupt. Da kann ich gar keinen Markendruck unterliegen, weil die ganzen Westernreiter gucken mich eh an wie ein UFO. Egal, ob ich Eskadron sammle oder nicht. Ich weiß auch, dass hinter meinem Rücken über mich geredet wird und die meisten lächeln wahrscheinlich auch über mich und finden mich ein bisschen. Und ich denke auch, die meisten, die jetzt hier hinterm Bildschirm sitzen, denken, die ist ein bisschen nicht ganz normal in ihrem Kopf. Und nee, ich bin wahrscheinlich auch nicht einfach nicht ganz normal, aber wer ist das schon? Das war's jetzt schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar der Fragen beantworten. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen amüsieren können. Momentan bin ich jetzt dran, eben ein aktualisiertes Schabracken-Video zu drehen oder Kleiderschrank-Video zu drehen. Ich hoffe, es wird das letzte sein. Ich habe eigentlich keine Lust mehr, meine ganze Sammlung zu zeigen. Ich habe jetzt wochenlang daran rumgetüftelt, wie ich das machen kann, damit wirklich alles immer schön zu sehen ist und ich nicht immer das Gefühl habe, danach das Video, was du gedreht hast, ist irgendwie scheiße. Da werden jetzt die nächsten Tage, hoffe ich, die Teile dann kommen. Ich kann es euch aber nicht versprechen, weil ich momentan noch mit einer anderen Sache für YouTube sehr beschäftigt bin. Dazu gibt es aber erst in 9 Tagen mehr. Aber ich kann euch garantieren, es wird eine richtig tolle Sache und ihr dürft gespannt sein. Und ja, ihr dürft mir gerne in den Kommentaren eure Meinung dalassen oder mir ein Like dalassen oder mich einfach abonnieren. Und ich freue mich über jeden Kommentar, ich freue mich über jedes neue Abo. Wir haben fast die 500-Marke erreicht und das finde ich richtig toll. Und ich hätte nie gedacht, dass sich so viele Leute überhaupt für meinen Kanal interessieren. Und ihr dürft mir auch gerne Fragen unten in den Kommentaren stellen. Ich möchte die nächsten Wochen, Monate endlich mal so ein Kennenlern-Video drehen. Und dazu brauche ich aber immer ein bisschen Inspiration. Ich bin, was sowas angeht, immer sehr unkreativ. Aber ja, es würde mir sehr helfen, wenn ihr einfach Fragen, die ihr aktuell habt, an mich, über mich, über mein Pferd, über meinen Kanal, über was auch immer, über Gott und die Welt, hier unten in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!